Hey Leute, hier sind wieder Benny und Stefan vom Aquapuristenkanal. Und ja, heute geht es mal hier um Kescher. Da wurden wir schon mal gefragt, was sind denn jetzt die besten Garnelenkescher? Also das hier sind ja so die Standardtypen, die man so typischerweise für Fische hat, die man, wenn man jetzt in den Zooladen geht und sagt, ich brauche einen Kescher, dann kriegt man in der Regel hier diese Aquarienkescher. Ja, die haben ja am Ende meistens so einen Schlauch, so einen Draht rumgewickelt und dann mehr oder weniger feinmaschiges Netz, was so nach hinten ist. Was hältst du von diesem Modell hier? Ja, also sag ich mal, dafür für den Preis sind die ganz okay. Also kann man jetzt nicht meckern. Aber auf Dauer, ja, die gehen halt schnell kaputt. Also was man halt häufig so kennt bei vielen, das sieht man ja auch hier schon so leicht. Hier die Ecke fängt so an kaputt zu gehen. Dann sind dann hier halt Löcher hier, diese Ecke auch schon, wie ich sehe. Funktioniert dann trotzdem meistens noch, aber ja, die sind von der Qualität jetzt nicht so krache. Manchmal fangen die auch an hier zu rosten an den Stellen, wo halt ja, die Spitzen rausgucken, weil das ja hier ummantelt ist mit Kunststoff oder mit Silikon irgendwie so. Deswegen sage ich mal, also so als Standard-Kescher sind die dann halt auf jeden Fall ganz okay. Wenn es jetzt aber ein bisschen eine bessere Qualität sein soll, dann würde ich halt irgendwie zu anderen greifen. Irgendwie sowas, zum Beispiel sowas in dieser Richtung hier. Das sind dann halt, ich glaube, das müsste jetzt hier Alu sein. Fühlt sich zumindest so an. Oder Edelstahl. Oder Edelstahl oder Alu. Genau, das ist dann ein schöner fester Rahmen. Also wie gesagt, der rostet auf jeden Fall nicht. Und auch das Netz ist hier wirklich schön drumherum festgenäht, also auf jeden Fall besser vernäht als das jetzt hier. Also ein bisschen jetzt haben wir hier eckig und rund, also es ist definitiv Edelstahl. Ja. Stehst du drauf? Nö, aber es ist viel schwerer als Alu, also das wird zu merken. Ja. Was ist jetzt der Vorteil, eckig oder rund? Ja, eckig ist halt der Vorteil, wenn jetzt Garnelen zum Beispiel oder auch Fische, egal was man jetzt einfangen möchte, mehr sich in eine Ecke verstecken, also sich in eine Ecke zurückziehen, dann kommt man natürlich besser hier in eine Ecke rein und kann die dann da besser rausfangen. Jetzt beim Runden ist da halt, wie gesagt, in Ecken kommt man da nicht so rein. Der Vorteil ist bei dem Runden aber, man kann einzelne Garnelen, einzelne Tiere, zum Beispiel vor allem gerade Bodentiere, ne, wie jetzt ein Beispiel von Garnelen, kann man dann besser einzeln rausfangen. Und das ist mehr, sag ich mal, so für, ja, für Ecken und vielleicht, wenn man ein paar mehr Tiere rausfangen möchte. Ne? Ja, dann haben wir hier noch was. Achso, dazu zu sagen, ich glaube, das meiste, was wir jetzt hier haben, ist auch bei im Shop zu finden. Ne? Ja, genau. So wie dieser Kollege hier, der ist jetzt auch so ein eckiger, der jetzt nicht nochmal gefestigt ist, aber der hat was Besonderes, man kann den Stiel ausfahren, das ist so teleskopmäßig. Mhm. So einen hast du auch hier im Einsatz, ne? Wenn man mal in so eine Ecke muss, wo man jetzt nicht sich gerade die Hände nass machen will, dann ist das vielleicht ganz praktisch. Kann man ein bisschen länger ausziehen, das ist auch hier alles aus Metall, der ganze Rahmen, ne? Also ist nicht Kunststoff so, oder beziehungsweise nicht so Mantel rostende Metall, sondern das ist auch wieder alles, ja, ich denke mal auch Edelstein müsste das hier sein. Also es sieht auf jeden Fall sehr solide aus. Das würde ich jetzt auch tippen. Ansonsten, was gibt es noch für Unterschiede? Ja, dann gibt es halt noch diese Kunststoffdinger hier, ne? Ja, genau. Das sind ja diese zwei Varianten. Den einen jetzt hier, den haben wir jetzt leider nicht im Shop, den hatte ich mal früher im Shop. Aber der Großhandel, wo ich ihn immer her hatte, die führen ihn leider nicht mehr und ich habe auch keinen anderen mehr gefunden. Selbst über Alibaba und so weiter, wo man sie aus China herkriegen kann, da gibt es sie irgendwie nicht. Da müsste man vielleicht nochmal schauen, vielleicht gibt es die mittlerweile, ich habe schon länger nicht mehr geschaut, aber da werden wir auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir die langfristig in den Shop reinbekommen, weil das sind meiner Meinung nach die besten Kescher, um Garnelen zu selektieren, beziehungsweise einzelne Garnelen rauszufangen, weil das ist hier ein starres Kunststoffnetz, also das ist nicht wie hier so ein Stoffnetz, sondern das ist halt wirklich so ein bisschen starrer schon in Kunststoff. Der Vorteil ist, dass die Garnelen nicht drinnen hängen bleiben, wie jetzt zum Beispiel in so einem Stoffnetz. Also klar, man wird jetzt sowieso einen kleineren Kescher für Garnelen nehmen, aber da würden jetzt halt die Garnelen schnell drin verkleben unten und man muss die dann halt immer aufwendig rausschütteln und das ist dann halt immer so ein bisschen nervig. Häufig halten die sich da auch extrem dran fest, habe ich das Gefühl, dass es hier ein bisschen leichter geht, die da. Genau. Dass sie selber schon anfangen, da rauszulaufen oder so. Genau, das ist extrem fein. Also ich kann mir vorstellen, dass das ursprünglich mal entwickelt wurde oder gebaut wurde für als ein Artemia-Netz, weil das ist halt eigentlich so von das ist eher so Siebgewebe. Von der Feinheit, genau, schon eher so ein Sieb wie für Artemia eigentlich gedacht. Und wie gesagt, das bleibt immer starr, egal wie man es hält. Ne? Man sieht ja hier, es fällt nicht ein. Ne? Und die Garnelen, die fallen, die springen jetzt hier auch nicht so schnell raus. Klar, man sollte schon manchmal so ein bisschen drüber halten. Die können schon manchmal so ein bisschen springen. Also wenn man sie jetzt von einem Becken ins andere Becken packt, zum Beispiel, dass man so immer kurz die Hand drüber hält. Aber an sich kann man die ganz gut wieder ausschütteln halt hier. Ne? Man muss nicht immer extra in Wasser eintauchen, sondern man kann sie rausfallen. Werden nicht eingequetscht, das ist der große Vorteil. Ja. Und dann haben wir hier noch so eine Zwischenlösung quasi. Ne? Genau, weil es jetzt die halt momentan nicht gibt, das wäre dann so die Alternative. Das ist jetzt auch weich, aber hier ist eben der Unterschied.
Unterschied, dass es einfach nicht so tief ist. Ne? Also hier, da faltet sich das ganze Zeug dann zusammen. Ja. Wenn es einmal nass ist, dann klebt das irgendwie immer so, ne? Hält hier alles drin. Dann muss man hier so rauspulen. Hat man bei Fischen häufig auch das Problem, dass man die dann erst wieder auf links dreht. Und Fische, die halten dann ja, manche springen auch weg, aber in der Regel kann man die dann noch so ein bisschen gezielter, ich sag mal, organisieren. Denn bei Garnelen, wenn man die dann hochdrückt, dann springen die meistens schon sofort weg. Ne? Ja, genau. Bei Fischen ist es, wie gesagt, noch was anderes. Bei Fischen ist es ganz okay. Ne? Da ist das eine super Sache, dass man so ein bisschen tieferes Netz hat, aber bei Garnelen halt nicht erwünscht. Vor allem auch bei größeren Tieren ist es dann ja einfacher, mit einem größeren Netz einfach zu arbeiten. Ja. Für Fische ist jetzt das starre Netz auch gar nicht so optimal. Genau. Da würde ich jetzt klar, wenn man so einen winzig kleinen Entler hat oder so, den kriegt man da vielleicht schon noch ganz gut mit gefangen. Aber da kann man halt das eben nicht so gut umstülpen und die dann einzeln wieder raussetzen. Dafür ist eben genau dieses Stoffnetz da. Ja. Aber um nochmal zurückzukommen, das hier ist jetzt nicht starr, wie man hier sieht, aber ist einfach nicht so tief wie eben diese anderen Kescher, sodass man hier eben die Garnele quasi einfangen kann. Die liegt dann quasi nur so hier oben drauf. Hat dann natürlich den Nachteil, dass man immer abdecken muss, weil wenn die hier springen, dann oder springen sie natürlich leichter raus. Genau, springen leichter raus. Das heißt, wenn man sie rausgeholt hat, genau einmal die Hand so ein bisschen leicht drüber halten, bevor man sie dann halt oder bis man sie dann irgendwie irgendwo wieder entlässt. Genau. Und von der Verarbeitung her muss man ja auch sagen, dass diese hier meistens nicht so die allerschönsten sind. Klar, jetzt haben wir hier die in schönen bunten Farben, ne? Aber auch hier hinten den Griff. Also man sieht da schon, dass das eher jetzt nicht so das Hightech-Produkt ist, sagen wir es mal so. Ne? Das ist der Unterschied zu jetzt zum Beispiel denen hier, ne? Die jetzt wirklich hohe Qualität vom Anfang bis zum Ende ausgelegt sind. Ne? Ja, genau. Das ist auch hier, also das ist auch wirklich, ich glaube, das ist sogar made in Germany hier. Steht jetzt zwar nicht drauf, aber ich meine, dass die hier auf jeden Fall in der EU hergestellt werden. Also man sieht schon, das ist wirklich eine super Qualität hier. Und ja gut, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass die Chinesen keine Qualität können. Mittlerweile können die auch schon sehr gute Sachen machen. Ne? Deswegen jetzt kein Bashing hier gegen die Chinesen. Aber das hier ist auf jeden Fall etwas, wo ich sagen würde, sowas können die Deutschen gar nicht herstellen. Also das ist dann dafür ein bisschen vielleicht von der Qualität her. Aber dafür sind sie halt sehr günstig. Ne? Und trotzdem halten die lange und man kann die wirklich gut einsetzen. Man muss ja nicht mal alles, sage ich mal, in allerbester Qualität haben, dass es dann irgendwie 120 Jahre hält und dass man es noch an die Enkel und Urenkel vererbt. Genau. Ja, ist jetzt auch nicht so, dass man sich hier irgendwie dran verletzt oder so. Und meistens muss es ja auch jetzt gerade im Hobbybereich nicht das schönste Designerstück sein, sondern es reicht ja, wenn es funktional ist. Ne? Mhm. Es tut was es soll, man kann da die Garnelen mitfangen und gut ist. Ne? Genau. Genau. Was ist jetzt so dein Lieblingskescher? Hast du jetzt gerade schon gesagt, das hier wäre Also das ist der häufigste, den ich auch verwende, weil ich bin ja ständig am Rausfangen, Selektieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt jemand 10 Garnelen bestellt, 20 Garnelen bestellt, das ist so die häufigste Menge, so 10 bis 20 Garnelen. Dann kann man das halt mit diesem Kescher am besten machen. Das geht auch eigentlich relativ schnell, dass man immer so ein, zwei Garnelen, manchmal auch drei Garnelen erwischt und die dann halt reinpackt. Und man kann auch gleich direkt sehen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Ja. Und kann damit auch dann ganz gut kontrollieren, also das Verhältnis kontrollieren, dass man halt genügend Weibchen und Männchen im Verhältnis hat. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, super mit dem hier. Wenn man jetzt hier mit dem anderen Kescher, mit dem selektiere ich dann auch zwischendurch, beziehungsweise fange ich auch zwischendurch raus, vor allem wenn dann, was ich weiß, 30, 40, 50 Garnelen bestellt werden oder von einem Händler erwartet werden, dann wird halt einfach der Pulk Garnelen da mitgenommen und halt in den in den Fangbecher getan. Damit geht es natürlich auch auf jeden Fall sehr gut. Ne? Das ist auch kein Problem. Ja. Das ist dann vor allem, wenn man ein paar mehr fangen möchte. Außerdem habt ihr noch im anderen Video, das kann ich da oben auch wieder verlinken, zur Selektion gesehen, dass man mit dem hier natürlich sehr schön die Garnelen dann einfach an die Scheibe halten kann. Also jetzt hier quasi an der Scheibe und dann sieht man die hier sehr schön, kann die begutachten, wie die jetzt von der Qualität her sind. Ja. Was mit den längeren oder tieferen Netzen, die dann auch abklicken, nicht unbedingt so nicht einfach so ist. Optimal, ne? Genau. Und die größeren Kescher, die nutzt man dann zum Beispiel für Amano-Garnelen. Ja, die Amano-Garnelen sind etwas größer, sind vor allem auch sehr flink und klettern sehr stark, springen sehr stark. Und da muss man dann zum Beispiel wieder so einen größeren Kescher dann nehmen. Ne? Die würde ich da jetzt auch nicht mit diesem kleinen fangen, aber gerade so für Neokaridina oder auch Caridina, da sind dann halt diese kleinen Kescher optimal geeignet. Ja. Oder auch dieser hier halt. Ne? Ja. Genau. Okay, dann schreibt uns gerne mal euren Lieblingskescher hier in die Kommentare. Oder falls ihr jetzt zufällig noch 10.000 Stück von denen hier rumliegen habt, auch gerne Bescheid sagen, wir hätten Interesse. 10.000 wäre gut, Ja, können auch weniger sein, aber alles unter 10 macht jetzt keinen Sinn. 9.000. Okay, gut. Dann belassen wir es dabei und sagen bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Gut.